Wir wollen heute speziell mal so zeigen, wie gehe ich vor zum Zanderangeln mit der Stellfischrute. Früher hat man nicht so die Möglichkeiten gehabt und da haben wir eigentlich total simpel die Zander gefangen. Weil ich auch noch ein paar Köderfischchen brauche, kommt immer Futter rein, lockt zusätzlich auch natürlich Zander an. Ja, ihr seht schon hier den Vorteil durch die Stellfischruten. Ich habe den Köder jetzt quasi genau präsentiert hier an der Kante. Ja, ist wieder weg. Wahrscheinlich ein ganz kleiner Zander oder so. Ja, gleich mal kontrollieren. Jo, Fisch! Nein! Ausgestiegen. Direkt wieder drauf gegangen. Jo, Biss. Da geht er hin. Oh, Alter. Oh, Leute, aber da kommt was. Ja, liebe Freunde vom Balzerkanal, da sind wir wieder unterwegs für euch. Und zwar, ihr seht schon hier, wir sind am der Wilden Issel in den Niederlanden unterwegs. Und ja, wir wollen heute speziell mal so zeigen, wie gehe ich mal im Herbst vor zum Zanderangeln mit der Stellfischrute. Ja, ich fische schon ein paar Jährchen hier, früher war es gang und gäbe. Wir haben uns hier immer schön ausgetobt. Früher hat man nicht so die Möglichkeiten gehabt, ja, mit dem Material alles drum und dran. Da gab es so lange Routen und so. Und da haben wir eigentlich total simpel die Zander gefangen. Und viele Sachen, die früher super funktioniert haben, sind heute komplett verschwunden, ja, weil so viele moderne Sachen dabei gekommen sind. Aber wir gehen jetzt mal zurück, spielen mal Retro und versuchen jetzt mit der Stellfischrute, ja, quasi Zander zu fangen. Und zwar direkt vor der Steinpackung, da wo die Zander sich am liebsten rumtreiben, wo auch die ganzen Kleinfische sind. Ja, ich habe hier Stellfischrute 7 Meter. Jetzt fahre ich die noch nicht aus, weil ich es gleich schön zeigen. Wir haben hier einfach nur ein Gummi und ein kleines Knicklicht drauf. Ein ja, Birnenblei, kleine Perle, Wirbel und dann unten halt mein Liebling, Ornehaken. Ne, hier auch tatsächlich 40er Vorfach Hartmono, weil wir auch immer wieder mal Hechte erwarten können. Ne, also wirklich alles geht da drauf. Ja, wie gesagt, wir haben vorhin einen Rutenständer schon reingepölt, haben ein bisschen vorgearbeitet, weil das alles zu zeigen, wie wir uns in den Arsch abkämpfen, da einen Rutenhalter in die Steine zu kriegen, wollen wir euch natürlich ersparen. Aber wir haben es geschafft tatsächlich, schon mal ausprobiert. Eine Rute steht schon und die andere habe ich jetzt soweit klar gemacht, um euch das zu erklären. Ja, Ausfahren der Rute, ganz simpel. Ich mache dann immer den Freilauf rein, ist ganz praktisch. Dann kann man das schön rausziehen. Zack, Stück für Stück, ohne viel Getüttel. Jetzt schreiben bestimmt wieder eine, gibt einen Drall auf der Rolle. Naja, von den 2 Metern oder 5 Metern gibt es keinen Drall auf der Rolle, da muss schon mehr kommen. Zack, zack, zack. So. Unter die Geschichte. So, und dann geht es direkt weiter. Ich gehe mal runter zum Loten, um zu zeigen, wie es funktioniert. Das Schöne ist, mit der Methode unter der Rutenspitze bin ich total flexibel. Mit der Einstellung der Tiefe und auch reagieren, wenn man Fische mal weiter oben rauben sieht oder sowas. Ne? Das Knicklicht ist ja eigentlich nur eine Bisserkennung im Dunkeln und eine ungefähre Angabe für mich von der Tiefe. Ne? Jetzt weiß ich ungefähr schon, wie tief es hier ist von der anderen Rute, obwohl jetzt hier auf der Seite ein Loch ist. Ne? Aber ich kann so ungefähr schon mal einstellen, wie ich es haben muss. So. Jetzt einfach das Blei ab, bis auf den Boden, noch zu flach, geht noch alles unter. Klar muss man ein bisschen einrechnen die Strömung, aber erkläre ich gleich noch eben wieso, weshalb, warum. So, was macht er? Jetzt tunke ich das Blei eben auf, jetzt weiß ich, oh, guck mal, sind so 15 cm Wasseroberfläche bis zum Knicklicht. Da ziehe ich das Knicklicht jetzt nochmal runter. Dann weiß ich, dass das Blei so gerade eben über dem Boden steht. So, Tiefe habe ich jetzt. Den Haken kriege ich auch wieder raus. Sehen Sie, gleich genau das Problem, was nachher auch unter Wasser passiert. Aber wir kommen so gerade eben an der Steinpackung vorbei. Hat sie aber auch da reingefangen. Wo ist er denn? Da ist er. Na, Hinterlassenschaft von Angelkollegen, die vorher schon mal hier waren. Da ist sie. So. Jetzt habe ich natürlich einen Effekt, das Blei steht dicht über dem Boden und der Köder streckt sich mit der Strömung kurz über dem Boden, ne, und kann schön arbeiten. Wichtig bei sowas auch immer, dadurch, dass die Strömung ist, ihr seht es, das Wasser drückt da oben rein und hier wieder raus. Hier ist es ein bisschen flacher und hier geht es langsam runter zur Hauptströmung. Und ich stippe gleich nach oben noch, weil ich auch noch ein paar Köderfischchen brauche, kommt immer Futter rein, lockt zusätzlich auch natürlich Zander an. Hoppa. Oder überhaupt Räuber. Jetzt mache ich wie ein normales Fischchen. Unterkiefer, Oberkiefer. Zack. Ja, Rute ist platziert. Jetzt kann ich eben Schnur abziehen, bis ich merke, Bodenkontakt locker.
Jetzt drehe ich langsam wieder hoch, ein paar Zentimeter. Da kriege ich kurz über die Oberfläche ist. So, hier steht der Köderfisch genau über dem Boden, ne, ein paar Zentimeter und kann sich schön in der Strömung mitbewegen. Ja, Vorteil ist natürlich, ihr seht, die Steinpackung geht unter Wasser weiter und die Schläfischrute steht jetzt genau an der Ende von der Steinpackung. Ja, sind noch ein paar einzelne Steinchen, aber es ist genau das, wo die Zander rumpatrouillieren. Natürlich gegen Abend eher als tagsüber, aber heute ist ziemlich bedecktes Wetter, alles drum und dran. Also rechne ich damit, dass vielleicht auch ein paar Bisse über Tag schon kommen. Ja, und dadurch, dass ich da hinten stipp, kommt eben ein bisschen Futter rein, da kommen Kleinfische. Da wird sich wahrscheinlich auch der eine oder andere Zander mal denken, oh, da gehst du auch mal vorbeigucken, da sind viel fressende Fische, da kriege ich auch noch meinen Teil ab. Ja, und warten wir mal ab, was passiert. Also, ihr seid auf jeden Fall dabei. Haben wir einen Biss, aber irgendwann ist er komisch. Ja, ich bin wieder weg. Schon ein ganz kleiner Zander oder so. Ja, gleich mal kontrollieren. Jo, Fisch! Nein! Ausgestiegen. Fuck! Nach Stunden kommt endlich der Biss und dann sowas. Alter! Wollen die mich verarschen? Direkt wieder draufgegangen. Nein, wieder weg! Ja, manchmal läuft immer alles anders, als man denkt. Aber wir haben jetzt schon einige Bisse gehabt. Verrückterweise immer, wenn Schiffe kommen, kommen ja auch die Bisse. Ich meine, kennt man ja so. Und hey, wir haben Verdacht, das sind Rapfen. Ne? Aber tatsächlich klauen die uns ständig die Köderfische. Und ich muss jetzt hier schon Köderfische nachstippen. Ja, und wir hatten 6 oder 7, was ich eigentlich immer für ausreichend halte. Ne? Aber ups, Gott sei Dank, Köderfische fangen ist jetzt hier nicht wirklich ein Problem. Also hier ist Massen an Weißfisch. Ne? Selbst der Kormoran kommt uns hier ständig besuchen. Gott sei Dank mag er keine toten Fische, nur lebende. Sonst hätten wir den wahrscheinlich auch schon lange an der Angel. Ja gut, aber ich sagte, es ist jetzt spät abends und ich denke mal, gleich geht's. Ah, da, perfekter Zanderfisch. Gleich in der Dämmerung sollten die Zander dann auch mal langsam zur Kante kommen. Und ja, hoffen, dass es dann rund geht. Bevor wieder einer meckert, ne? Ja, in Holland darf man 10 Köderfische lebend hältern. Ihr wisst ja, ich nehme am liebsten ganz frische Fische. Also gefrorene ist schön und gut als Notbehelf, aber der frische Köderfisch ist immer noch der beste. Definitiv. Ja, ein bisschen anritzen noch oder so. Und am ganz liebsten habe ich die, oder am allerliebsten, nicht am ganz liebsten, in Deutsch. Am allerliebsten habe ich die, die schon mal ein Biss drauf waren, richtig schön zermatscht und zermalmt sind. Verrückterweise kriege ich da meistens ganz schnell noch einen Biss drauf. War jetzt auch schon. Hallo. Wir hatten jetzt schon 4 Bisse, einen größeren Fisch dran. Aber ich vermute mal, sind Rapfen, weil man sieht auch nicht wirklich weit an den Köderfischen. Einer hatte mal ein kleines Löckchen drin. Aber hier sind auch Massen von Kleinzander. Also die wollen wir sowieso nicht haben, also ist das vollkommen wurscht. Man sieht hier, Köderfisch ist hier. Aha, unser bester Freund, die Grundel. Aber ich freue mich über die Grundel. Grundel bringt Zander. Grundel ist immer gut. Ja, da kommen wir schon fast auf den Gedanken und sagen, mach mal die Tonne auch voll für zu Hause, aber so viele Fische darf ich leider nicht mitnehmen. Das gibt dann mega. Ja, wie gesagt, wir sind schwer in Action und hoffen, dass sie gleich nochmal richtig zimmert. Aber das kenne ich schon hier, die Stelle war ich öfters mit dem Wobbler schon mal unterwegs, in der Dämmerung und im Dunkeln, haben wir immer schöne Zander gefangen. Wenn wir so heute Abend fangen, in der Richtung, bin ich schon ganz zufrieden, Plan aufgegangen. Ja, ihr seht schon hier den Vorteil durch die Schellfischrouten. Ne? Ich habe den Köder jetzt quasi genau präsentiert hier an eine Kante, wo ja, von Fließen zum Hafen rein, so eine Steinpackung längst. Und das sind auch so mal die Top-Plätze, die ich beim Wobbeln abfisch. Ne? Nur ich kann die jetzt schön, ich kann mit der Tiefe spielen. Ich habe jetzt beide Blei kurz am Boden aufticken lassen, ein Stück hochgezogen. Vorhin gleich mal ein bisschen höher, weil oben was an Rauben war. Dann drehst du einfach 2 Kurbelumdrehungen höher. Habe ich den Köder wieder ein bisschen flacher stehen. Also wie gesagt, das Schöne ist, ich kann meine Köder mit der Schwerfischroute exakt da platzieren in der Tiefe, wo ich hin möchte. Ne? Wir haben 20 Gramm Blei dran, das hält den Köder noch schön auf der Stelle mit einem langen Vorfach. Der kann verführerisch in der Strömung wedeln. Und ja, dann sieht der Tote natürlich aus, schon fast wieder wie ein Lebender. Ne? Und
Das schafft man eigentlich so mit Pose oder mit normalen Routen nicht. Die sind zu kurz, da treibt hin und her, da treibt weg. So, und damit habe ich halt meinen Köder genau da fixiert, wo ich möchte. Und hier geht die Steinkante runter, wo die Steinpackung aufhört ungefähr, da liegen jetzt unsere Köder. Also genau da, wo die Zander auch abends langziehen. Ja, und da sind wir auch schon bei den Beißzeiten. Beste Beißzeit ist natürlich, hey du, so war nicht geplant. Beste Zeit ist immer Dämmerung und wenn es dunkel ist, dann kommen die Zander schön zur Kante. Und dann können wir natürlich richtig trumpfen mit unseren Routen. Na, jetzt tagsüber stehen die noch weiter im Tiefen, in den Löcher. Aber abends, wie gesagt, kommen die Zander zum Ufer. Und ja, und hoffentlich dann auch zu unseren Ködern. Im Moment ist wieder ein bisschen schwierig. Ich meine, wir sitzen jetzt auch ein bisschen windgeschützt. Ne? Aber ihr seht es da hinten an den Bäumen. Hier pfeift es gerade ganz schön drüber her. Und ich hoffe, dass heute Abend der Wind sich auch noch ein bisschen legt. Ne? Obwohl der Wind uns auch in die Karten spielt. Der wippt so ein bisschen die Route an. Kommt natürlich auch Spiel in den Köder rein. Ne? Kommt ein bisschen Leben rein. Macht die Sache natürlich noch mal ein bisschen attraktiver. Ja, wir sind los hier. Madenklauen tun sie. Naja, wie gesagt, gleich wenn was passieren sollte, wo ich mal von ausgehe, dann werde ich mich noch mal melden bei euch. Also, bis später. Wir sehen uns beim Drillen. Biss, kann wieder hin. Boah, Alter. Oh, Leute, aber da kommt was. Ich glaube, das ist ein Hecht. Nein, ich habe ein dünnes Vorfach drauf. Alter. Wo ist der Kescher wieder auf der anderen Seite von der Welt? Der ist Zander. Jetzt seht ihr, das Beste kann man die Route eben zusammenschieben. Alter. Boah. Ich muss sagen, ich hab den Biss ziemlich verpennt. Die Spitze ging schon 4x5 runter. Ich war da oben gerade am Essen kochen. Wie immer, dann kommen die Bisse. Aber ja, wir haben Zander. Schön, ne? 60 hat der. Klasse. Gehen wir mit auf die Abhackmatte. Ja, da ist er. Jetzt gucken wir mal eben, wenn wir es helfen können. Oh, schon ein Verbiss vom Kormoran. Dann ist mir die Route weg. Oh, Zange dabei. Oh, ja, sauber. Oh, schöner Fisch, ey. Boah, eine Schnellfischrute ist ja. Aua, Stacheln. Eine Schnellfischrute ist ja ein Kampf, ne? Aber geil, man kann schön platzieren. Da hinten sitzen noch ein paar Jungs, auch aus Deutschland. Sind auch schon 2 Tage hier, noch nicht einen Biss. Na Leute, ich muss euch leider sagen, dass mein Plan Catch Release wahrscheinlich nicht aufgeht, oder? Ja, ich habe ein paar Marken befreit. Grausame Szene, aber ja, ich setze gerne zurück, aber der muss leider in die Küche. Ich lasse keinen Fisch verludern, der hatte echt tief sitzen den Haken. Kriegt dich so nicht mehr raus. Hab Plan aufgegangen, jetzt muss ich auch noch Zander essen. Aber na gut, macht man ja nicht ganz ungern. Ne? Meine Frau freut sich auf jeden Fall. Naja, Plan aufgegangen, wir haben mit Zander. Super, nach so viele Fehlbisse, endlich denken. Hopsa, naja. Perfekt, super. So, jetzt war der live dabei. Da war er, der Zander, endlich die Erlösung. Ich meine, wir hatten schon 3-4 Bisse. Ich weiß nicht, ob der Kameramann ein paar drauf hat. Hat noch 2 gute Fische gehakt, aber ja, oftmals habe ich den Verdacht, das sind Rapfen gewesen. Weil am Köfi fehlte nichts, nur jetzt eine Schuppe. Ne? Also kann natürlich gut sein. Der Köder steht kurz über dem Grund, ne? Gegen die Strömung. Ja, da geht ein Rapfen auch nicht vorbei. Aber wie vermutet, jetzt in der Dämmerung kam dann doch mal der erste Zander hier bis an der Kante. Ne? Also jetzt der sichere Zander. Und ja, wie gesagt, hat sich auch direkt so ein Mini-Rapfen reingedonnert. Ne? Also hat gut geklappt. Ja, war es ein bisschen holperig, wie immer. Wo ist der Angler, wenn die Route krumm geht? Immer irgendwo. Kennt ihr das Problem? Ne? Den ganzen Tag passiert nichts, du machst irgendwas. Und wenn es nur pinkeln ist oder ein Bier holen, dann kriegst du einen Biss. Und so ähnlich war es jetzt auch. Ich hatte kurz meine Nudeln oben angesetzt und komme runter und sehe die Rutenspitze im Wasser. Und da war es halt ein bisschen hektisch.
Naja, gut. Aber egal, Fisch gehakt, Fisch gefangen. Leider geschluckt, aber dann gibt es halt lecker Zanderfilet. Ja, aber den Vorteil der Schnellfischroute habt ihr vorhin gesehen, ne? Wie schön die mitarbeitet, alles um dran. Du kannst natürlich punktuell die Route auf dem Fleck halten. Du bist immer in der Nähe von Fisch, du kannst spielen, drehst ein bisschen hoch, ist er über dem Boden, lässt ihn ganz runter, kurz aufticken, drehst kurz an, hast ihn ganz dicht über dem Boden. Theoretisch kannst du damit sogar unter der Oberfläche fischen. Wenn du siehst, dass irgendwie Fische oben rauben, dann lässt du halt nur das Vorfach im Wasser, ne? Und funktioniert. Und ihr kennt es von allen großen Gewässern, Rhein, Elbe, Donau, Main, keine Ahnung, ich hätte schon wieder was gesagt hier, aber dann Rhein, Inn, Main, nein, lieber nicht. Auf jeden Fall, alle großen Fließgewässer haben die Räuber oder habt ihr Räuber, die an den Kanten rauben, beziehungsweise im Dunkeln, die an die Kante kommen. Und dazu gehört in erster Linie schon mal der Zander, weil da sind nachts die Grundeln, Kleinfische ziehen sich in die Steine zurück, ne? Da gibt es immer Futter, da ist immer Sauerstoff, gerade wenn richtig Prallwasser ist, ne? Da wühlt ein bisschen auf im Sommer, ne? Da geht es natürlich wunderbar mit der Schnellfischroute, ne? Man kann halt punktuell den Köder anbieten, der kann nicht weg, es gibt kaum Hänger oder gar keine Hänger, wie auch, wenn nicht gerade ein Baum vorbeitreibt und ja, funktioniert. Ist ein bisschen sportlich natürlich der Drill beim größeren Fisch. Ihr habt es gesehen, man muss die Route ein bisschen zusammenschieben, damit man den keschern kann. Aber ist auch eine Gewöhnungssache. Ein, zwei Mal gemacht, dann sitzt das auch drin. Na, das ist so für mich der einzigste große Nachteil. Ja. Jetzt gibt es die Stellfisch-Zander, da gibt es auch noch die Stellfisch-Hecht für. Die ist etwas robuster. Aber naja, gut, ihr habt es gesehen, die macht ihren Job top. Na, die ist auch gar nicht so schwer, wie sie aussieht. Nicht wie früher, wo du mit zwei Händen festhältst und Zeitlupentempo vorne überfällst. Die kann man wirklich so mit einer Hand noch halten und Kescher auch dabei. Also da hat sich viel getan. Und ja, ich habe es für mich wiederentdeckt. Wie ich schon gesagt hatte am Anfang vom Film, ein bisschen oldschool, die alten Sachen mal wieder rausholen. Die haben früher funktioniert, die funktionieren heute auch noch. Es gibt so viele Zampadu-Neuheiten und die muss man unbedingt haben. Und das ist dann das eine und nirgendwo anders geht. Wir haben früher Fische gefangen, genauso, und heute funktioniert es auch noch. Ne? Soll man mal ein bisschen nachdenken, mal ein bisschen wieder so, ey, wie habe ich vor 20 Jahren geangelt? Klappt noch. Naja, mal gucken. Jetzt haben wir noch ein paar Stündchen. Ich denke mal, irgendwann um 11, 12 Uhr haben wir uns im Bett. Aber bis dahin hoffe ich mal, dass wir noch einen Biss oder noch einen schönen Fisch kriegen. Dass ihr noch ein bisschen was zu sehen kriegt, ne? Außer hier meine Glatze von hinten. Naja, schauen wir mal. Weiter geht's auf jeden Fall. Also, bis später. So, da sind wir schon wieder am Ende vom Video und ja, was soll man zu sagen, also es wird langsam schon wieder empfindlich kalt, der Herbst gibt gerade Vollgas und ich muss ehrlich sagen, ich war da gar nicht drauf eingerichtet, ich bin froh, wenn ich gleich in dem warmen Schlafsack da oben liege, so Klamotten ist eigentlich noch alles viel zu dünn, haben wir gar nicht mit gerechnet, dass es schon so kalt wird. Ja, die Fische haben es auch gemerkt, aber trotz alledem muss man sagen, total zufrieden, wir haben echt noch einen richtig schönen, also richtig, richtig schönen Zander gefangen. Ja, zum Schluss hat man noch zwei so kleine Fritten drauf, wie man so schön sagt, ne? So halbstarke 30-40, aber mit einem Blitzrelease quasi verloren, direkt wieder abgefallen. Hatten sehr, sehr viele Bisse, also wie gesagt, Fischen war sehr effektiv oder ist auch sehr effektiv. Und ich kann jeden von euch mal raten, wenn ihr noch so eine, ja, wie sagen wir so schön, so eine Stellfischrute im Keller von früher oder neue braucht, im Geschäft gibt es die auch. Also wie gesagt, die gibt es auch wieder aktuell bei uns im Katalog. Ne? Setzt euch auf jeden Fall noch mit ran und probiert es mal aus. Steinpackung, schnell fließendes Wasser und ja, fischt mal die verdächtigen Stellen, wo auch der Kleinfisch abends rankommt, wo ihr auch wisst, ne, fischt die mal ab. Also es wird definitiv funktionieren, das geht überall und ich sage ja, ich habe mit der Methode sogar schon Aale gefangen, Hechte, Barsche, kleine Waller, ne, Zander, es geht eigentlich alles drauf, was Zähne hat. Und ja, wie heute Mittag hatten die Rapfen, die uns die ganze Zeit die Köder attackiert hatten, auch die mögen es. Also unheimlich kurzweilige Fischerei. Ja, was soll man dazu sagen? Es war ein schöner Tag, eine schöne halbe Nacht und in dem Sinne würde ich sagen auch, ich freue mich jetzt auf meinen richtig schönen, muckeligen, warmen Schlafsack. Ich bin schon kurz am Überlegen, die Heizung auch anzumachen. Und wie gesagt, für euch nochmal ganz wichtig, abonniert uns, ne? Für die nächsten Dummheiten, dass ihr wieder dabei seid. Wir hauen uns jetzt in die Kiste und euch wünsche ich viel Spaß bei den nächsten Angelausflügen und immer eine dicke, krumme Rute und ja, wir sind jetzt weg. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.